Unser ganzes Leben durchlaufen wir Höhen und Tiefen. Wir erleben unbeschreibliche Glücksmomente. Aber auch schwierige und herausfordernde Situationen. Oft sind es diese dunklen Stunden, in denen wir am meisten lernen. Und genau darum geht es heute. Um einige meiner dunkelsten Stunden und was ich daraus lernen konnte. Und vielleicht kannst du diese Learnings für dich nutzen, damit du dir die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung ersparen kannst und in deiner eigenen Entwicklung noch schneller vorankommst. Für mich war Bewegung schon immer ein zentrales Thema in meinem Leben. Die Erfahrungen, die ich dabei sammeln konnte, machten mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Ich war schon von klein auf fasziniert von den unglaublichen Skills von Jackie Chan und von den Kampfkünsten aller Art. Und so begann ich relativ bald mit Taekwondo. Noch mehr faszinierten mich aber die ganzen akrobatischen Sprünge. Da ich keinen Trainer und keine passenden Trainingsmöglichkeiten hatte, war die Devise Learning by Doing. Dabei lernte ich sehr viel über mich selbst und über meinen Körper. Wie mein Körper funktioniert, wie die physikalischen Gesetze funktionieren, aber auch, was nicht funktioniert. Und ich machte viele Fehler. Ach, nie zu warten. Und so sammelte ich viele Erfahrungen, viele gute Erfahrungen und manchmal auch Verletzungen. Viele blaue Flecken, mehrere gerissene Bänder und auch einige gezerrte Muskeln. Im April 2011 aber passierte etwas, das mein bisheriges Leben für immer verändern sollte. Ich hing mit meinen Händen an einem Ast und wollte nach vorne schwingen, um einen Rückwärtssalto zu machen. Im Parkour nennt man diese Bewegung Swing Gainer. Als ich in der Vorwärtsbewegung war, rutschte ich aber mit meinen Händen vom Ast ab und durch den Schwung und die Rotationsbewegung drehte sich mein Körper weiter. Um den Sturz abzufangen und nicht auf dem Rücken zu landen, wollte ich mich mit meinem linken Arm abstützen. Leider konnte dieser dem Aufprall nicht standhalten und mein Unterarm gab nach. Dabei habe ich mir einen Unterarm gebrochen und eine Übung ausgekugelt. Und beim Auskugeln von den Übungen habe ich mir nachher noch ein paar Nerven eingeklemmt, wodurch ich den kleinen Finger und den Ringfinger nicht mehr bewegen konnte und auch kein Gefühl mehr gehabt habe. Ich wurde mit dem Notarzt abtransportiert und im Krankenhaus notoperiert. Dort wurde mein Ellbogen wieder eingerenkt und mein Unterarm mit einer Platte verschraubt und anschließend mit einem Gips 6 Wochen lang ruhig gestellt. Dann haben sie mich weiter transportiert nach Schwarzach, da haben sie mich operiert, haben nachgeschaut, ob die Nerven durchtrennt sind oder ob die noch ganz sind und haben mir nachher meinen Unterarm wieder zusammengeschraubt. Wenn ich dann im Krankenhaus munter geworden bin und gesehen habe, dass meine Hand bis zu der Schulter auf eingipst ist und ich ja die Finger kein Gefühl mehr gehabt habe, dass wir schon mal gescheit schicher waren. Und ja, nachher noch die Doktorin zu mir gesagt hat, dass mein Übungsgelenk wahrscheinlich nicht mehr so werden wird wie vorher. Und dass ich mir lieber einen anderen Sport suchen sollte, der das für mich wird am Wochen. Und da ist mir dann mal so richtig scheiße gegangen. Nach einigen dunklen ersten Tagen las ich dann viel über die verschiedenen Heilmethoden und was man selber machen kann, um die Heilung positiv zu unterstützen. Da ich in dieser Zeit schon als Mentaltrainer tätig war, hatte ich Erfahrung mit Visualisierungen und ich begann mir, meinen Arm wieder voll funktionsfähig und auch belastbar vorzustellen. Da mein Ellbogen ja danach für 6 Wochen ruhig gestellt war, konnte ich auch keine Bewegung mit diesem Arm ausführen.
Gelenk vollkommen in Ruhe gestellt wird, bedeutet das, dass es mit der Zeit versteift. Und genau das war auch bei mir der Fall. Und als ich den Gips abbekam, war meine Beweglichkeit im Ellbogengelenk nicht nur eingeschränkt, sondern kaum mehr vorhanden. Also begann ich mir Schritt für Schritt meine Beweglichkeit im Ellbogen wieder zurückzuerobern. Und das war ein sehr langsamer und herausfordernder Prozess. Dabei machte ich jeden Tag so viel wie möglich wahr und auch immer etwas außerhalb meiner Komfortzone. Das war in der ersten Zeit natürlich auch immer mit Schmerzen verbunden, aber es wurde mit jedem Tag besser. Und so arbeitete ich mich langsam und konstant voran. Und nach mehreren Wochen war mein Ellbogen wieder voll beweglich und nach ein paar weiteren Wochen auch wieder voll belastbar. Ich konnte wieder Handstand, Flickflack und alle anderen akrobatischen Bewegungen ausführen. Und bis heute hatte ich nie Probleme mit meinem Ellbogen. Aus dieser Verletzung und dieser Erfahrung habe ich eine unglaublich wertvolle Lektion für mein ganzes Leben gelernt. Mein Körper ist in der Lage, mit unglaublich vielen Belastungen und Verletzungen umzugehen und diese auch wieder zu heilen. Das Entscheidende dabei ist immer die innere Einstellung und wie ich nach der Verletzung mit meinem Körper umgehe. Ich habe gelernt, dass ich selbst bei sehr eingeschränkter Bewegung meine Beweglichkeit wieder voll herstellen kann, wenn ich daran arbeite. Hätte ich damals die Diagnose der Ärzte so hingenommen, hätte ich, nachdem ich meinen Gips abbekommen habe, meinen steifen Ellbogen wahrscheinlich als gegeben hingenommen. Ich hätte vielleicht meine Beweglichkeit noch etwas erweitern können, aber höchstwahrscheinlich nie mehr meinen vollen Bewegungsrahmen erreichen können. Und so ergeht es ganz vielen Menschen. Sie nehmen die Diagnosen der Ärzte als gegeben hin und finden sich dann mit der Situation ab. Sie hören auf, etwas für ihre Beweglichkeit oder Genesung zu tun, weil sie nicht glauben, selbst etwas verändern zu können. Sie glauben, sie müssten sich einfach damit abfinden. Was ich aus meiner Verletzung gelernt habe, ist, dass der Körper immer in der Lage ist, sich zu verbessern und anzupassen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, an uns selbst zu glauben und nie aufhören, uns zu bewegen. Wenn auch du eine Verletzung hattest und vielleicht noch an den Symptomen leidest, dann darf ich dir mitgeben, gib nie auf. Bewege dich weiter und finde Möglichkeiten und Wege, deine Beweglichkeit immer weiter auszubauen. Denn dein Körper wird sich immer anpassen, ob wir ihn bewegen oder nicht. Und wenn wir ihn bewegen, wird er wieder alle Ressourcen aktivieren, um wieder zurück zur vollen Beweglichkeit zu kommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da, abonniere den Kanal und wenn du tiefer eintauchen möchtest in das Thema Bewegung, dann mache gerne eine kostenlose Movement Session. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und keep moving.